Ach, hallo, ihr schaut zu, grüß euch. Also wie gesagt, wir haben gescannt, wir haben aufgezeichnet und nun wird das Ganze hierauf transferiert für den sogenannten Rechtsanwalt. Vorher haben wir natürlich für Dr. Det dasselbe gemacht. Dr. Det, Mut zur Lücke. So, wir produzieren, nehmen Aufzeichnen auf, wir stellen her. Ja, und nun stelle ich mich vor, ich bin immer noch AWR-Movie, ich bin immer noch Videoproduktion und Ultra HD Web TV, Sondersender Nordrhein-Westfalen. Vor sehr langer Zeit, wie wir angefangen haben, 1979, also angefangen 1969, wo steht das gute Stück? Da oben, Datenhighway Kiosk, mit Zuhilfenahme mit Maschinen. Als 10-jähriges Kind hat man schon gedacht, was ist denn mit dir los? So, 1979, Medien 2000, naja. Und heute Industrie 4.0. Industrie 4.0, meine sehr verehrten Damen und Herren, so einfach ist das alles nicht, weil es ist doch nicht das, was man sich mal gedacht hat. Wie gesagt, es gab einen Spielfilm 1989 mit Sandra Bullock, Das Netz. In diesem Netz war sie dann gefangen und heute ist es umgekehrt. Sie hat es natürlich geschafft, sich da rauszuholen. Wer den Film kennt, weiß, worum es geht. So, heute geht es nicht. Heute sind wir im Netz und wir bleiben im Netz und wir sind gefangen. Das ist schade, aber es ist so. So, wie gesagt, Corona ist so eine Sache. Da sollte man höllisch vorsichtig sein, was es ist, was es nicht ist. So, während ich jetzt hier scanne und während ich überspiele, mache ich halt diesen Videoclip. So, wenn man täglich für Kunden tätig, wenn man täglich für die Obrigkeit tätig, wie gesagt, Frau Hannelore Kraft, SPD, Landesmama auch, schon lange her, Stromberg als Film, lange her, Tatort 75, seht ihr, verdammt lange her, Stromberg am Rande, auch lange her, Frank Zander, auch lange her, Dieter Hallervorden, auch lange her, ja, und wie gesagt, Frank Wendler, der Frank Wendler, nicht der andere da, auch lange her. Dann Herr Scholz oder Schulz, auch Schauspieler aus Mönchengladbach, auch lange her. Es war einmal vor langer Zeit, so ungefähr. So, jetzt sind wir immer noch das, was wir sind. Und hier vor Ort für euch da. Nur, wie gesagt, die Kundenklientel hat sich verändert. Wir machen immer noch Passbilder, Bilder etc. pp. Ihr findet uns unter Ultra HD Web TV, hatte ich ja schon mehr als einmal erklärt, im Netz. So. Fotografie, Scanning, Color, Printing, Copy and so on, Digital Copy. Wir sind Profis, arbeiten nicht umsonst. Tja, wir arbeiten nicht umsonst, aber was soll man sagen, ne? Wenn 20 Cent für eine Kopie schon zu teuer ist, dann weiß ich gar nicht mehr, ob man das noch machen soll. Warum mache ich dieses Video? Dieses Video mache ich, weil die Welt der Steuer, Welt des Finanzamtes, Welt der Communication so dramatisch komisch geworden ist. Zum ersten Mal muss man für 0 Euro Gewerbesteuer 300 Euro bezahlen. Ja? Ich meine, die lassen sich immer was einfallen für 0 Euro. Ja? Und wenn man sich dann aufregt und sagt, ey Leute, für 0 Euro soll ich, und jetzt kommt ihr damit im Jahr 2021, da wird man schon sauer. Ja? Und dann werden die auch, ach klar, du Fuzzi, du zahlst jetzt 600. So, dann zahlst du jetzt 600. Ne? So, wenn du dich dann mit deinem Klientel unterhältst, ich sagte schon einmal, Anwälte, Richter, so, dann sagt der Richter zu, ganz normal, weißt du was, zahl, ach, ist okay. Ne? Ja, ja, klar, toll. Ne? Ich finde das hochgradig interessant. Ich komme jetzt, wie gesagt, auf dieses Video, weil ich mit sehr vielen ja nochmal zu tun habe. Und wenn ich die Gewerbetreibenden hier habe und die mir ihr Leid erklären, weil ich ja für sie tätig, weil sie sich ja auch deklarieren müssen, Nur wir, die Lobby, gibt es nicht. Es gibt für Selbstständige keine Lobby. Selbstständige müssen selbst und ständig dadurch. So, wenn man durch die Obrigkeit, auch wenn wir befreundet sind, ja, wenn wir uns wirklich per Du unterhalten, und wenn die auch hier sitzen, ihr Alter haben, dennoch,
in dem Moment, wo dann der Richter Richter ist, muss er ja einen vergessen, wie auch ich es vergessen muss, wenn ich für ihn arbeite. Ob das der Bürgermeister ist, in dem Moment muss ich vergessen, dass der Bürgermeister Bürgermeister, sondern er ist der Bürgermeister. Punkt. So. Ich finde es hochgradig interessant. Ich finde es hochgradig interessant, wenn man ein gewisses Klientel hat, dass sie umkehren können und machen dich platt. Ich finde das stark. Du sitzt da, unterhältst dich, trinkst deinen Wein und so, ja, isst mit ihnen und hast da, ne? Ja, auch bei Edel ist ja egal. Ja, und dann plötzlich passiert sowas wie jetzt, wenn die Kasse leer, dann muss er her. Ne? Die Kasse ist leer, dann muss er her. Egal ob Freund, ob Feind. Ich meine, ich finde das hochgradig interessant, das Ganze. Jetzt in der Corona-Zeit bin ich eher ein bisschen angespannt, weil so toll finde ich das nicht. Ich finde es nicht toll, was die mit uns da machen. Ist so. Mit denen ich zu tun hatte, wie gesagt, Gregor Gysi ist auch nicht mehr da. Frau Hannelore Kraft sehe ich auch nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wo die ist. Ja. Also die neuen, Armin Laschik und so, habe ich nichts mit zu tun. Herrn Söder. Herrn Söder kann ich auch nicht mehr vertrauen. Herr Söder war mal auf der Schiene, wie der FDP, Herr Laschek, der von der FDP da mit Star Wars. Ich fand das hochgradig interessant. Ich meine, ich finde es hochgradig interessant, ja. Wenn man diese ganze Klientel als Kundschaft hat, weil auch die Hobby haben, sind ja auch Privatpersonen, ja. So, ein Herr Söder ist ja auf eine Art auch eine Privatperson, auch wenn er ständig mit Bodyguard rein oder raus geht. Ja, ja, ist halt so. Ob das Henning Baum ist, der da arbeitet, kurz, weil, kennt keiner, Pudelmütze auf, fertig aus. Ja, ist halt so. Die anderen genannten auch. Also ich habe jetzt, wie gesagt, Dreharbeiten für diese Art von Juristerei. Mehr darf ich nicht sagen. Ob ich nochmal in das große Vergnügen komme, Dr. Dead, Mut zur Lücke, weiß ich nicht. Keine Ahnung. So, ich habe jetzt vieles gemacht und während ich hier sitze und in die Kamera spreche, hat wohl der Computer, nein, hat er nicht, ich darf noch ein bisschen sprechen, der hat noch nicht seine Arbeit geleistet. So, ich musste gerade 25 Bücher der IHK für Betriebswirte fertigstellen, weil der Rechtsanwalt ist ja auch ein Dozent. So. Wenn man, wie gesagt, mit diesen Damen und Herren zu tun hat, auch privat zu tun hat, auch Buchführung, Buchhalter, wie sie alle heißen, Steuerberater und all sowas, dennoch ist man, ja, man ist. Man ist selbst und ständig und man fragt sich manchmal, was bringt einem das, wenn man Menschen kennt? Wie komme ich überhaupt auf das Ganze? Als TikTok auch. Jetzt in Ahrweiler und so weiter und so fort, Hochwasser, ich habe euch auch ein paar Sachen gezeigt von unserem Hochwasser hier in Werden, Kettwig, Stausee und so. Ich meine, ich erlebe wirklich viel und ich sehe viel und ich höre viel, sagen darf ich ja nichts, Datenschutz. Auch vom Filmset her. Ja. Ich habe euch versprochen, wenn wir wieder am Filmset sind, schaue ich mal, ob ich wirklich auf TikTok mal eine Live Performance macht. So. Ich freue mich natürlich, wenn ihr die Glocke wegmacht. Ich freue mich, wenn ihr Lust habt, euch diese Videoclips anzuschauen. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr bei TikTok da den Haken wegmacht. So, ich versuche mein Bestes. Mehr geht nicht. Wenn man so stark involviert ist und wenn man sich fragt, man hat so viele, mit denen man zu tun hat, und wenn es dann brummt und kracht, hat man dann noch härtere Fälle. Ich bin hochgradig am Schmunzeln. Ich habe jetzt so einen Fall. Da ist der Polizist Max Mustermann. Ich finde das hochgradig interessant. Ich habe an Max, Max Mustermann habe ich dann die Sachen rübergeschickt. Ich musste schon schmunzeln. Er hatte mich angerufen. Es ist halt so, wie es ist. So, wie gesagt, man hat eine Kundenklientel und auf die Art kann man einschätzen, wie die einen sehen. Das sind hochgradige Damen und Herren, wirklich hochgradig. Ich meine, der Bürgermeister, ich mag sie alle, ich mag sie, Bürgermeister und so weiter, Herrn Kufe. Ist alles okay, wir unterhalten uns, wir
machen da unsere Sachen, Instagram und was weiß ich nicht alles. Aber ich meine, wenn da doch die Staatskasse, finde ich das schon stark, dass die Staatskasse dann sozusagen an die Freunde sofort geht, ganz raffiniert, ja. Und ist schon eine Nummer, Deutschland. 16 Bundesländer, Föderalstaat, ich finde das alles hochgradig interessant. So, dieses Video ist nur interessant für die Leute mit einem gewissen Intellekt und die mich verstanden haben, worum es eigentlich gegangen ist. Alle anderen ohne Intellekt, ohne, was weiß ich, Fantasie oder Respekt, vor allen Dingen Respekt, also die, die keinen Respekt haben, die pflücken solche Videos auseinander, die machen die kaputt. Das ist so, müssen wir durch. Ne? Ja, so, das war die Plauderstunde hier aus dem Medienhaus, so nenne ich jetzt das Video, Plauderstunde. Ich habe ein bisschen geplaudert, weil ich, wie gesagt, auf den Stick warte, dass der Stick die Daten aufnimmt. Nein, ich freue mich schon auf die Dreharbeiten. Ich habe Dreharbeiten bei einem Rechtsanwalt, Steuerrechtsanwalt für Steuerrecht. Bin gespannt, was er hat da ein bisschen was vor. Drehbuch schreibt er, hat momentan Urlaub. Ich finde es gut, ist in Ordnung. Dr. Dead fand ich auch hochgradig interessant. Müsste mal auf seine Seite gehen. Dr. Dead, Mut zur Lücke. Ja, über 30 Jahre. Hut ab. Ja. Wie gesagt, ich bin und bleibe in einem Asterix Comics. Das bleibt, das wiederhole ich nochmal. Ich will hoffen, dass sie mit dieser Brille das jetzt lesen kann. Umzingelt von den Kollegen, denkt nichts, macht nichts, kann nichts, will nichts und so weiter. Ich erkenne nichts, will nichts, bringt nichts. Steht hier Asterix Comics. Bringt nichts, will nichts, kann nichts. Ist schon hochgradig interessant. Demnächst gehe ich auch auf dem Schild, lass mich tragen, weil ich Angst habe, der Himmel stürzt mir auf den Kopf. Wenn ihr versteht, was ich meine, Asterix-Comics. Ne? Also diese Brille, also jetzt lese ich das sogar viel besser. Wie in einem Asterix-Comics, umzingelt von den Kollegen, denkt nichts, macht nichts, will nichts und kann nichts. Ich bin erklär nichts und das bringt nichts. So, ohne Brille ging es besser, mit Brille ging es nicht. Hat man schon mal. So, da ist gleich zu Ende. Somit ist auch das Video zu Ende. Freunde, Nicht-Freunde, Bekannte, Nicht-Bekannte, Begeisterte, Nicht-Begeisterte. Ich mache meine Videoclips, die werde ich weiterhin unter dem Sondersender Nordrhein-Westfalen verbreiten. Ultra HD Web TV, aus. Okay, Uprom TV mit 6,8 Millionen Zuschauern, das gibt es nicht mehr. Astra 98,5 Grad Ost war das. Ach, herrlich. War eine schöne Zeit. 6,8 Millionen Zuschauer. Wow. Nur damals wurde er nicht bezahlt. Ne? Dann kam YouTube und das wird bezahlt. Und weil YouTube bezahlt wird, kann man also nicht einfach was machen. Deswegen hört ihr keine Musik, dann dies nicht, jenes nicht und was weiß ich nicht alles. Ja, wenn man bezahlt wird, dann darf man nichts. Ne? Ist so. Ja, aber man wird ja nicht bezahlt, man macht ja nichts. Man macht nichts. Diese Videoclips sind nur rein Spaß. Okay, rein Spaß, bitte nicht so ernst nehmen. Ich bedanke mich total und recht herzlich fürs Zuschauen.